Yo, yo, was geht? Also willkommen. Ich zeige euch heute, wie man einen Melodic Type Beat macht. Und zuerst beginne ich mal mit der Melodie. Ich habe mir ein Omnisphere Preset, kann ich nachschauen, genommen. Ah ja, bevor ihr irgendwie mit einem Projekt beginnt oder so, macht immer den Fruity Limiter weg und einen Fruity Soft Clipper rein. Dann hören sich eure Drums einfach 100-mal besser an als sonst. Die punchen dann so richtig rein. Ja, das kann ein bisschen dauern, aber ich werde wahrscheinlich eh vorspulen. So, das wäre dann die Melodie einmal. Ich lasse es mal so, ich mache jetzt einmal gleich die Drums, also das ist der Hi-Hat. So. Eine Snare. Thank you.
starten die Kick. Jetzt ganz einfaches Kick-Pattern. Ganz fix nochmal, damit wir ein bisschen mehr Melodien drin haben, einen zweiten Omnisphere reinhauen. Ja, das lädt immer ewig. So. Dann nehmen wir einfach die Melodie und die da rein. Machen alles, was unten ist, weg. So, und jetzt zu eurem Lieblingspart wahrscheinlich, die 808.
meistens mache, ist, damit es nicht immer so eintönig ist, habe ich dann die Note zum Beispiel eine Oktave höher. Fertig, jetzt tue ich noch schnell alles arrangen und dann passt es auch. Was ich auch noch gern mache, ist, wenn ich, also dass es nicht so eintönig ist, dass ich dann zum Beispiel die Melodie nehme, hau ich da rein, da rausrendern. Und so. Ich nehme die dann, pitch die hoch. Nein, mach's ein bisschen leiser und dann geht es schon so. Mache ich auch nicht so viel, weil eigentlich hat man, wenn man gute Samples hat, muss man es eigentlich nicht großartig bearbeiten. Ich mache nur da die Lows raus, also ein EQ draufhauen. Dann nehme ich noch die 808, die kommt auch da rein. Einfach, dass die Kick mehr puncht. So, dann holen wir noch ein FX rein. So.
Aber ich lasse ihn jetzt einmal durchlaufen, ihr könnt ihn genießen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war irgendwie hilfreich. Jo, bis zum nächsten Mal.